Der 14. September 2019. In Sichtweite des Stadtbahnhofs Borkum hat die Inselbahn ihre Werkstatt. Geschmückt steht 99331 bereit. Die Geschäftsführer der Bahnen haben sich angefreundet. Auch das ist notwendig. Die Molly-Lok musste bei der Borkumer Kleinbahn eingestellt werden. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, wir bereiten uns vor, dass es losgehen kann. Wir haben ja hier einen Adapterwagen, den brauchen wir, weil ja die Kupplungssysteme unterschiedlich sind. Den nehmen wir jetzt als erstes auf, dann machen wir das Feuer lang. Dann wird unser Zug im Bahnhof bereitgestellt und da fahren wir dann ran. Dann gucken wir mal rein, wie das aussieht mit dem Adapterwagen. Das ist die Adapterkupplung. Von dem Stich der Puffer, die Feder ist von Molly angeliefert worden. Also das sind unsere Teile, unsere Bauteile. Und das, was braun gestrichen ist, ist sozusagen hier angebaut. Es ist hier hergestellt worden. Und vom Prinzip haben die ihre beiden Puffer, die es hier gibt, abgeschraubt und das andere System hier angebaut. Also wie eine ICE-Kupplung, Notkupplung, ja? Ja, so wie es in einer Notkupplung. Spannenderweise passen die Zughaken von der Höhe. Ja. Spannenderweise passen die Zughaken. Das erste Betriebsziel. Genau. Und warte, ich gehe wieder zurück. Und nehme den Keil. Jetzt musst du einen Meter vor, ich krieg den Keil nicht mehr raus. Endlich ist es soweit. Nach über 2 Jahren Vorbereitungszeit macht sich 99331 auf den Weg zum Borkumer Stadtbahnhof. Im Stadtbahnhof wird der Gast von der Ostsee bereits erwartet. Auf der anderen Seite hat der Adapterwagen die auf Borkum üblichen Puffer mit Kupplung. Der erste Zug wird auf die Reise geschickt. Michael Misslitz ist stolz. Es gibt im Laufe der Woche bis 22.09. viele, viele Motive, die man hat. Kaiserwetter haben wir auch mitgebracht. Und insofern, sage ich mal, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und demzufolge sagen wir einfach mal, Borkum, Molly, Molly trifft Borkum. Der erste Zug ist bis auf den letzten Sitzplatz belegt. Nur noch Stehplätze gibt es. Die Strecke ist gesäumt von Fotografen und Schaulustigen. Das besondere Ereignis ist in aller Munde. Die alten Wagen sind eine Augenweide, Bahnfahren wie zu Omas Zeiten.
Ein Wagen ist den VIPs vorbehalten. Das müsste geklappt haben, ja. In relativ schneller Fahrt rollen wir Richtung Fähranleger. Bis auf 50 km/h dürfen die Züge beschleunigen. Die Molly-Lok kommt aber nur auf Tempo 35. Die alten Wagen sind zum Teil am Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden oder nur wenig später. Theo, ich bin überwältigt von der ersten Fahrt. Es war der Knaller, ne? Ja, mich kann es auch kneifen. Also, ja, das ist... Unglaublich, was wir hier gerade erleben. Ich habe schon mehreren Leuten gesagt, hätte man mir das vor 14 Tagen gesagt, den hätte ich zum Arzt geschickt. Schon toll, besondere Spurweite, 900 mm, die wir in Bad Doberan, zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn haben, hier zwischen Borkumhafen und der Stadt Borkum. Und das ist letztendlich die Basis, um das hier überhaupt so erfolgreich durchführen zu können. Heute also ein besonderes Ereignis und es wird heute noch mal ein besonderes Ereignis sein, nämlich um 6:45 wird es das geben, was es seit 60 Jahren nicht mehr auf Borkum gegeben hat, nämlich zwei Dampflokomotiven gleichzeitig im Betrieb. Bilder, die zum Verweilen anregen. Es sind Szenen, die keines Kommentars bedürfen. Fast die gesamte Strecke bleiben die Dampfzüge parallel. Hier auf dem letzten Stück vor dem Fähranleger.